Hallo zusammen und willkommen zum dritten Türchen. Ja, es ist, ja, ich will nicht sagen ein besonderes Spiel, aber ein Spiel, was eigentlich in Deutschland nicht erhältlich ist oder zumindest gewesen ist. Wie es heutzutage ist, weiß ich nicht. Jedenfalls, es ist Wolfenstein 3D, ein relativ bekanntes Spiel, ne? Ich sag mal, der Großvater des Ego-Shooter-Genres. Aber in einer besonderen Version, und zwar ist es die SNES-Version. Die habe ich mir damals extra aus den USA bestellt, weil ich das unbedingt mal auf einer Konsole spielen wollte. Und habe festgestellt, scheiße, mein, ist ja Nintendo und das ist richtig hart zensiert. Also nicht geschnitten, aber zensiert. Weil im Endeffekt, wenn man die PC-Version mit dieser Version vergleicht, merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Oh, Mission Briefing. Blaskovich, you've served the Republic well. You're our top, bla 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 bla. Ja, im Endeffekt, ne, ich sag mal wirklich, ich behaupte mal, erster Ego-Shooter überhaupt, oder zumindest, ja, mit Begründer auf jeden Fall, ist noch sehr simpel gehalten. Ne? Also alles nur mehr oder weniger zweidimensional, also man kann es nicht in die Höhe zielen. Besonderheit hierbei war auf jeden Fall die zahlreichen Geheimgänge und natürlich die Ego-Perspektive als solche. Ne? Man kann sich drehen, man kann schießen, man kann irgendwelche anderen Sachen bestimmt auch noch machen irgendwie. Die Knöpfe kenne ich jetzt gerade leider alle nicht mehr. Ich habe zwei Leben und noch ein paar weitere Informationen. So. Wie Energie, wie viel Munition habe ich noch, wie viele Punkte habe ich und auf welcher Etage bin ich. Ja, im Endeffekt müssen wir uns hier durch, ich habe keine Ahnung, wie viele Level das sind, 32 Level oder sowas, kämpfen und die Nazis kaputt machen, die hier aber keine Nazis sind. Normalerweise auf dem PC sieht man hier so überall noch Poster von Adolf Hitler und so ein Kram. Hat sich Nintendo alles gespart. Und vor allem die Auflösung ist hier auch wirklich horrend. Also wenn man die mit der PC-Version vergleicht, ist das schon ein Riesenunterschied. Ja, normalerweise gibt es hier dann eigentlich, also ist auf jeden Fall ein Geheimnis von oder eine Besonderheit von dem Spiel. Guck mal, mein Kopf da unten, der guckt jetzt ganz anders, weil ich nur 90% habe. Sind halt wirklich, wie gesagt, die Geheimgänge, die zahlreichen, wo man dann geile Waffen findet und sowas. Vielleicht finde ich ja auch nochmal irgendwo eine Secret Passage, mal schauen. Aber die Grafik ist echt grottig, ey, wenn ich mir mal so anschaue. Wenn ihr aber mal eine gute Version zocken wollt, also die wahrscheinlich auch, ich habe sie selbst jetzt noch nicht gespielt, aber ich gehe mal davon aus, dass sie sehr gut sein wird. Und zwar müsst ihr mal im, ich weiß nicht, ob es im englischen PlayStation Store ist, aber definitiv im amerikanischen. Da gibt es nämlich auch nochmal eine Umsetzung für die PlayStation 3. Und ich denke, die wird sehr gut sein. Also quasi, wahrscheinlich dann irgendwie, soweit möglich, 60 Frames. Wahrscheinlich von der Version her am klarsten. Die Version habe ich damals aber auch eigentlich ganz gerne gespielt. Weil ich zum einen keine andere Version hatte. Und mir jetzt extra aus Amerika bestellt und da 3 Wochen drauf gewartet habe, bis der Scheiß mal hier war. Ah, hier ist ein geheimer Bereich. Sehr cool. Und hier haben wir Medipacks, eine Shotgun und ein bisschen Munition wahrscheinlich für die Shotgun. Ich glaube, wir haben auch für... Wollen wir mal kurz gucken, wie wechsle ich denn jetzt hier eine Waffe? Ja, nee, das finde ich jetzt gerade nicht so raus. Scheiße. Nee, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, vergessen. Auf jeden Fall, ich habe das Basisspiel damals wirklich auf dem PC durchgespielt. Also mit damals meine ich jetzt nicht 1993, als das Spiel rauskam, oder 92, keine Ahnung. Sondern, ich sag mal, vor 8 Jahren vielleicht. Ui, wer beschießt mich hier? Da. Habe ich damals auf dem PC durchgespielt. Fand ich eigentlich ganz geil. Ach, das war nicht mal 8 Jahre her. Da habe ich schon hier in der Butze gewohnt. Also das ist mal 4, 5 Jahre her sein. Hat auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht. Kann man nicht anders sagen. Die Steuerung war eigentlich ganz gut. Es ist halt schön simpel, ne? Auch das Ziel muss ja jetzt nicht so genau sein wie heutzutage. Ne? Also man hat hier kein Fadenkreuz. Wenn man grob in die Richtung zielt, trifft man den Typen. Und das ist auch gut so. Ja, und Levelaufbau hier sind meistens halt wirklich so kleine Labyrinthe. Aber ist wirklich, also ich finde, das funktioniert heute eigentlich auch noch ganz gut. Die SNES-Version, die ich jetzt hier gerade spiele und euch auch zeige, die ist vielleicht jetzt nicht so toll. Aber ich sag mal, für eine Konsolenumsetzung, ne, wenn man damals nichts anderes hatte, PC mit 30 MHz hat damals wahrscheinlich ungefähr 8000 Euro gekostet. D-Mark, Entschuldigung. Und ja, von daher ist das auf jeden Fall eine kostengünstigere Variante gewesen. Ich glaube, jetzt haben wir das erste Level auch schon fast fertig, behaupte ich mal. Und ich habe das gar nicht so registriert damals, dass das hier so geschnitten ist. Weil normalerweise hier sehen wir, ne, also hier der Reichsadler, so nenne ich ihn mal. Das ist ja natürlich ein Hakenkreuz und alles. Das ist auch viel brutaler, das Spiel. Erwähnenswert die Bosse, die es hier gibt. Wie die in der SNES-Version sind, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Aber, auf dem PC sind die richtig geil. Das sind so richtig over-the-top-Bosse. Am Ende Adolf Hitler mit zwei Roboterarmen, glaube ich, ne? Und so in so einem Roboteranzug, der einfach fette Plasmabälle auf dich schießt. Und total brutal stirbt im Endeffekt. Also richtig, richid schön bekloppt. Ist auch von id Software, die ja, glaube ich, auch hinterher sich dann um Doom gekümmert haben. Quake, weiß ich. Ich meine auch Quake, ne? Quake haben die, glaube ich, auch gemacht. Das ist aber alles so PC-Sachen, mit denen ich mich nicht so gut auskenne.
Ich habe ja mein PC erst sehr spät, oder bin ich ja sehr spät in die Materie eingestiegen. So, komm, wo ist der Ende von der erste Level? Wie gesagt, also bietet auch eigentlich relativ viel Umfang. Es gibt wahrscheinlich Speedruns, wo das Spiel in 10 Minuten durchgespielt wird, wenn man die Wege auswendig kennt. Und gerade bei alten Spielen ist es wahrscheinlich auch absolut auszurechnen, welche Gegner man umgehen kann und welche nicht. Gucken wir hier nochmal, ich glaube, da vorne ist wirklich die Zieltür. Kann man ja nicht strafen? Strafen kann man ja auch schon mit den Schultertasten. Ich spiele das übrigens jetzt gerade über so einen Adapter, wo man quasi ein ganz normales PAL-Spiel reintun muss. Und auf der anderen Seite das US-Spiel. Dann funktioniert das nämlich. So, zack. Erster... Okay. Erster Stockwerk abgeschlossen. Gute Zeit wäre 1 Minute gewesen. Ich habe 4 Minuten 7 gebraucht. Wir haben ein Passwort. Ich glaube, speichern können wir hier nicht. Gegner haben wir abgeschossen. 77%, 30% der Schätze gefunden und 33% Secrets. Das heißt, ich habe offensichtlich 2 Geheimwege übersehen. Aber das passiert. Gut, schauen wir nochmal kurz in das nächste Level rein. Es gibt natürlich auch noch unterschiedliche Gegner. Also jetzt nicht nur immer so diese Standard 0815 Soldaten. Wobei die jetzt hier auch schon mehr aushalten offensichtlich. Oh, ich habe sie nicht richtig getroffen. Will jetzt nicht ausschließen. Rätselmäßig, also das, man läuft jetzt nicht einfach nur schnur die Sachen lang. Guck mal, da haben wir ja schon mal was Neues. Ich glaube, der hat ein Maschinengewehr gehabt. Aber es, ich sag mal, beschränkt sich eher auf, ich sag mal, finde Karte grün, ne, damit du durch die Tür kommst und sowas. Aber hinterher, da werden die Level auch teilweise echt kryptisch. Also ich musste damals, sogar als ich das gespielt habe, einmal im IT nachgucken, wie ich weiterkomme. Mhm. Weil ich einfach nicht wusste, wo ich jetzt in dem Level hin muss. Und das war auch total geheim. Also es war ein Geheimgang im Geheimgang im Geheimgang. Und das war der offizielle Weg hinterher. So ungefähr. Den ich dann nehmen muss. Das war ziemlich unbefriedigend. Hat mir nicht gefallen. So, was ist das? Das ist nur Munition. Wir haben 99 Schuss. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man die Waffe wechselt. Aber brauchen wir auch nicht. Nehmen wir einfach die bessere, ne? Wir sind auch ziemlich schnell unterwegs, ne? Also das ist schon ganz gut. Komm, ich will noch mal ein paar Gegner kaputt machen. Dann lasse ich mich auch direkt mal töten. Damit wir uns unten die Köpfe noch mal angucken können, wie sie sich weiterhin verändern, wenn wir weniger Energie haben. Und wir dann auch schon für den heutigen Tag einmal Schluse machen. Haben wir hier noch was? So ein paar Hunis oder sowas? Nee? Schweinerei. Ist das der erste Raum hier, wo ich jetzt wieder bin? Nee, ne? Nee, nee. Oder? Ja. Ja. Töte mich! Töte mich! Backa, 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 backa. Und da blute ich schon. Also es ist genauso wie bei... War das Duke? Nee, Doom war das, genau. Wo auch meine Energieanzeige durch meinen Kopf angezeigt wird. Warum wird alles pink? Jetzt habe ich ein Leben verloren, aber ich glaube, das Spiel ist jetzt sowieso abgestürzt. Aber ich wollte hier sowieso aufhören. Von daher passt das ganz gut. Ja, im Endeffekt ist ein Spiel, was heute meiner Meinung nach auch noch funktioniert. Muss man sich wahrscheinlich importieren lassen. Ich weiß nicht, ob eine PAL-Version hiervon existiert. NTSC auf jeden Fall. Aber wenn ihr das Spiel spielen wollt, kann ich euch nur die Empfehlung geben, spielt lieber die PC-Version oder aber macht euch einen Account von einem amerikanischen PlayStation Store und holt euch das Spiel für, weiß ich, $3 oder so. Also kostet wirklich nichts. Und dafür habt ihr echt einige Stunden Spielspaß. Also man darf den Umfang hier wirklich nicht unterschätzen. Habe damals das Add-on mal angezockt. Das habe ich aber nicht zu Ende gebracht. Aber das war auch schon ganz geil. Gut, Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzer Einblick in die Videospielgeschichte, ne? Mit dem, ich sag's wieder, ersten Ego-Shooter, den es überhaupt mal gab. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dass ihr morgen auch dabei seid, ne? Bei Türchen Nummer 4. Ich gucke gerade mal drauf. Was gibt's? PlayStation 2 gibt's. So, ne? Also, bis morgen dann. Tschüss.